Täglich informieren wir Sie im Pokal TV über die Highlights des Spiels des Tages beim Techboden-Pokal. Das Spiel des Tages wird Ihnen präsentiert von SSK Schraubenschmied, Ihrem Partner für Handwerk, Industrie und den anspruchsvollen Profi-Heimwerker. Techboden-Pokal 2017 in Dettingen und erstes Spiel des Tages TSV Oberlenningen gegen die TG Kirchheim. Gerade einmal 5 Minuten gespielt und schon steht es 1:0 für die TG Kirchheim durch Sayuma Yallo. Yallo, damit läuft Spielstand. Sport der TSV Oberlenningen. Nur eine Minute später fast die Vorentscheidung, aber es bleibt beim 1:0. Nächste Riesenchance für die TG durch tolle Parade vom Oberlenninger Goalie. Oberlenninger mit wenigen Chancen, hier noch die beste in der ersten Halbzeit. Halbzeit im Spiel TSV Oberlenningen gegen TG Kirchheim 0:1. Jobs mit Niveau und Perspektive gibt es bei First Personal Management in Wendlingen. Der TSVO jetzt etwas stärker. Und hier mit einer Mehrfachchance zum Ausgleich. Doch dann die Entscheidung 0:2 durch Adama Yome. Schlusspfiff, das erste Spiel des Tages, TSV Oberlenningen gegen die TG Kirchheim, endet 0:2. Natürlich gerade im Moment der Schlusspfiff auf dem Tech-Taxi Platz der Partie. Die Spielstatistik wird Ihnen präsentiert von Fischer, dem Männermodehaus in Kirchheim. Kurzum, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, deshalb ein verdienter Sieg der TG Kirchheim über den TSV Oberlenningen. Sehen und hören Sie nun die Interviews nach dem Spiel des Tages. Also neben mir steht Nico Filius, zweites Jahr Trainer beim TSV Oberlenningen. Nico, ich habe gerade 2:0 verloren gegen die TG Kirchheim. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, gut, 2:0 verloren. Ist eigentlich klar, dass ich nicht so unbedingt zufrieden bin mit dem Ergebnis, weil wir hätten in der zweiten Halbzeit bestimmt noch eins machen können. Dann wird vielleicht das Spiel auch anders gelaufen. Mit dem TG, klar, die haben wir auch letztes Jahr in der Runde gehabt. Wir wussten ganz genau, die sind schnelle, flinke Spieler im Mittelfeld, auch sehr stark am Ball. Wir haben halt eben versucht, alles Beste Mögliche rauszuholen. Und ich sag mal so, nach 2 Wochen Vorbereitung jetzt und das Turnier, sage ich mal, war ich
nicht so unzufrieden. Ne? War okay. Okay. Das Turnier ist das eine, die Runde das andere. Was habt ihr da für Ziele dieses Jahr? Ja, die Ziele sind schon von Vereinsleitung, Abteilungsleitung gesteckt worden. Klar, letztes Jahr waren wir in der Situation, dass wir sehr viele A-Jugendspieler hatten. Die sind eben alle rausgekommen von der A-Jugend. Die waren noch eigentlich A-Jugend, die haben bei mir immer gespielt. Und das war unser Ziel, erstmal die Leute zu integrieren. Wir sind die junge Aktive. Die Ziele sind klar, sage ich mal, einstellige Tabelleplatz zu erreichen für die nächste Runde und sage ich mal, das Zusammenspiel etwas verbessern. Ja. Alles klar, Nico. Dann wünschen wir dir und deiner Mannschaft weiterhin alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. So, neben mir steht jetzt der Munja, Trainer von TG Kirchheim im zweiten Jahr, wenn ich es richtig weiß. Richtig. Munja, ich habe gerade eben 2-0 gewonnen. Ich fand, ihr habt technisch hervorragend gespielt. Wie fällt dein Fazit aus? Ich meine, es war kein schlechtes Spiel. Ich meine, wir kennen auch Oberlenningen jetzt schon seit einigen Saisonen und wir wussten, wo ihre Stärke sind und wo unsere Stärke sind. Ja, die Situation dementsprechend sind wir ja, glücklich. Ich meine, es hat uns auch ein paar Stammspieler gefällt. Und ich meine, ich bin zufrieden. Okay, ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg jetzt hier beim Techboden-Pokal. In der Runde seid ihr letztes Jahr ganz knapp gescheitert in der Relegation. Wie sind da eure Ziele? Ja, ganz klar. Ich meine, letzte Saison hatten wir auch das Ziel, mindestens auf diesen Aufstieg zu peilen. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Zu einem, weil wir uns irgendwo selbst geschlagen haben, Unerfahrenheit. Und ich glaube, dieses Jahr müssen wir auch die gleichen Ziele setzen. Oder klar, wir wollen auch aufsteigen. Mhm. Ja, das ist jetzt kein Geheimnis und daran arbeiten wir. Alles klar. Dann auch dir alles, alles Gute, deinem Team natürlich auch, hier beim Pokal und dann in der Runde. Ja?